So, also wir hatten ja letzte Woche ziemlich übles Wetter, Schnee und alles, und nachts war es ab und zu unter 0 Grad. Die übelste Nacht war von Donnerstag auf Freitag, da war es also ziemlich kalt. Das ist ein richtig scheiß Gefühl, wenn man nachts um 3 aufwacht und der Vollmond scheint ins Zimmer und es hat bloß noch 0 Grad und es wird kälter. Deshalb war die Stimmung auch ein bisschen gedrückt, Unsicherheit, was hat es den Apfelblüten getan, und irgendwann muss man sich dann halt mal durch aufraffen und das Ganze mal kontrollieren, damit man sieht, wo man steht. Also hier sind wir jetzt an der Sorte Kansi, das ist nicht die frostempfindlichste Sorte. Aber das ist die Sorte, die am weitesten entwickelt ist und von daher vom Entwicklungsstadium am empfindlichsten. Und hier ist auch die tiefste Lage, also hier ist es normalerweise am kältesten. Die Wetterstationen haben 1,3, 1,5 Grad minus angezeigt, aber die messen auf 2 Meter Höhe und die standen halt auch nicht in diesen Frostlagen. Also, da müssen wir jetzt halt mal schauen. Nehmen wir einfach so ein Blütenbüschel. Blütenbüschel hat es ja genug. Ich nehme gern untere, weil die unteren, wenn ich hier lauter kaputte finde, dann gucke ich noch weiter oben. Aber wenn es hier gut ist, ist es oben auf jeden Fall gut. Und dann auch die weitesten entwickelten, das sind die empfindlichsten. Wenn die kaputt sind, kann ich immer noch nach weniger weit entwickeln gucken, ob die noch gut sind. Also sag mal, es blüht hier gut. 10% gute Blüten wäre eigentlich ausreichend für einen Ertrag, aber dann darf nichts mehr passieren. Und sag mal, wenn man Frostschäden hat, fehlen nicht nur die Äpfel, sondern oftmals haben die Äpfel halt auch Deformationen, Frostrisse und so weiter. Also, dann schauen wir mal. Dann nimmt man einfach die Blüte auseinander. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht. Zwickt es da Hanna auf, dass man an den Stempel ran sieht. Also auf jeden Fall ist der noch saftig grün. Und der nächste ist saftig grün. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Und der dritte ist saftig grün. Ah, das ist wunderbar. Das gefällt uns. Also hier sieht man eigentlich auch schon, also der ist befruchtet, der wächst schon. Das ist also das empfindlichste Stadium eigentlich. Ah ja. Da sieht man jetzt schon der kleine Apfel eigentlich. Ob der jetzt irgendwelche Deformationen hat, das sieht man nicht, weil er so behaart ist. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass das im größeren Stil so ist. Also das ist alles grün da drin. Man sieht, also ich sehe, man sieht vielleicht schon die kleinen Samenanlagen. Also es sieht sehr gut aus. Ich denke, schlechtester Standard hier, alles in Ordnung. Prima. Ich suche jetzt bloß, vielleicht finden wir noch eine kaputte, dass ich es zeigen kann, wie das aussieht. Ist aber nicht der Fall. Also das ist dann einfach so, dass in den Blütenorganen der Stempel runter, der wird dann braun, der ist dann kaputt und dann gibt es keine Samenanlage und dann kriegt der Apfel den Impulsfall weg. Und dann fehlt er. Aber sonst alles prima. Juhu, Wochenende.